einen Schritt drauf, dann kann ich nicht mehr laufen. Du stehst nur, weil die Kamera auf dich gerichtet ist jetzt. Welche? Die da, oben. Hey! München, Geiselgasteig, Bavaria Ateliergelände, September 79. Seit 50 Tagen arbeitet Rainer Werner Fassbinder mit 35 Jahren und ebenso vielen Spielfilmen der vielleicht erfolgreichste, bestimmt aber produktivste Vertreter des neuen deutschen Films an einem Stoff, der ihn seit seinem 14. Lebensjahr beschäftigt. Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte des ehemaligen Transportarbeiters Franz Bieberkopf, der aus dem Gefängnis entlassen ein anständiger Mensch sein will, doch an seiner Umwelt im Berlin der 20er Jahre zerbricht. Geht so? Ja, ja. Was stört dich denn noch? Ich mach's jetzt so, dass der Günther langsamer anfängt und dann schneller wird. Ja. So, wir gehen nochmal alle auf Anfang. So, auf Anfang bitte! Gedreht wird gerade eine Szene für die 6. Folge des 14-teiligen Fernsehfilms. Franz Bieberkopf, gespielt von Günter Lambrecht, erlebt, wie sein Kumpel Bruno zusammengeschlagen wird. Ein bisschen da nach ran schließen an die Gruppe da, die da an dem Ding steht. Komm, ein bisschen da ran. So. So ist gut. So. So, Ruhe. Und bitte. Das ist Bruno. Ja klar, das ist Bruno. 78 Männer und Jugendliche, 10 Frauen, 10 Kinder, 5 Ehepaare und 9 Polizisten fordert der Besetzungsplan für diesen Drehtag. Und die Requisiteure mussten vor allem einen Polizeiwagen und ein Motorrad mit Beiwagen aus der Zeit um 1930 beschaffen. Ich wollte ja nach Hause, zur Zilli. Kölner Straße 17. Danke. Gut. Okay. Auf Anfang bitte. Einige Tage später treffen wir Fassbinder und sein Team in einem Waldstück bei Glonn. Franz Bieberkopf, er hat inzwischen einen Arm verloren, spielt mit Mieze, seiner großen Liebe, blinde Frau. Weiter weg, Marianne, Charlie. Ton. Danke. 8, 113, 56, die zweite. Und bitte! Für Barbara Sukowa ist es die erste große Fernsehrolle. Die Szene selbst wirkt romantisch. Doch Fluglärm und ständig wechselnde Lichtverhältnisse bereiten große Schwierigkeiten. Stopp! Stopp! Danke! Ja, geht dann übt halt die Fahrt ein paar Mal. Ich meine. Was war jetzt? Ja, hier vorne schon, vorne schon. Ja. Sehr still. Das ist ein Schreiber. Was ist mit der Sonne? Weg! Wie lang? Ja, länger. Als Günter Lambrecht die Rolle des Franz Bieberkopf angeboten bekam, hatte er zunächst große Angst davor. Vor zig Jahren, so erinnert er sich, hatte er einmal angefangen, Döblins Großstadtroman zu lesen, war jedoch nur bis Seite 60 gekommen. Erst die von Fassbinder erarbeiteten Drehbücher brachten ihm die Figur näher. Seither ist Günter Lambrecht Franz Bieberkopf. Und rund 10 Monate Drehzeit verlangen ihm sein ganzes Können ab. Und bitte.
Oh, Franz. Oh, mein lieber, lieber, lieber Franz. Mein Gott, du blutest ja. Ein bisschen Blut, Nizza. Und weh tut's überhaupt nicht. Hätte ja auch ein bisschen besser aufpassen können. Das war meine Schuld, Nizza. Aber geht man doch nicht so traurig an. Vermietze! Mein Kleinet! Was ist denn? Hast du irgendwas? Nicht das. Ist nur, weil ich dir so lieb hab. Weil ich dir so wahnsinnig lieb hab. Danke. Während Fassbinder die Kamerafahrt am Ufer entlang festlegt, übt Lamprecht auf dem Steinsee das einarmige Rudern. Nochmal ins Boot Butter, in das Schlafboot noch weiter weg. Wir machen es ja durch, bitte. Dann wird die Position gewechselt. Das Team verfolgt von einem Schlauchboot aus die Ruderpartie von Franz und Mietze. Schwarzenbrunner, Herr Schwarzenberger, Charlie. Charlie, neue Schuhe für Günther. Aufgelöst. Herr Dollfuß, sag mal, was ist denn mit Harrys genialer Idee, das eine Boot aufs andere Boot zu tun? Und während die Assistentin Renate das Drehbuch überwacht und durch Eintragungen und Szenenfotos für den Schnitt vervollständigt, demonstriert Harry Bär, Schauspieler und langjähriger Regieassistent Fassbinders, der für diese Serie die künstlerische Beratung übernommen hat, wie er das Problem lösen will. Das Ergebnis aus der Sicht von Kameramann Xaver Schwarzenberger werden wir noch sehen. In Armen rudern. Wie du das machst. Das sagt er noch, also für dich tue ich es besonders gern. Mhm. Sag mal den Satz, irgendwann eine Pause rein. Also für dich mache ich es besonders gern. Er hat auch angehalten zu rudern, Harry, mit dem Ruder hinten. Ne? Mhm. Aha. Okay, wir können das machen. Aber raus. So, aufs Meer. Also, ihr könnt es lange, kann lange dauern, vor und nach dem Text. Kann es ruhig schön lange dauern. Ne? Fassbinder hat gelegentlich von seiner Erfahrung beim Lesen des Romans Berlin Alexanderplatz berichtet. Sie habe ihm geholfen, nicht unbewusst so etwas wie ein Leben aus zweiter Hand zu leben. Von Seite zu Seite, schrieb er, wurde mir klarer und klarer, dass ein riesiger Teil meiner selbst, meiner Verhaltensweisen, meiner Reaktionen, vieles eben, das ich für mich selbst gehalten hatte, nichts anderes war als von Döblin in Berlin Alexanderplatz. Und in allem, was er bisher gemacht habe, gebe es Figuren wie eben Franz Bieberkopf. Guckt jetzt auch, naja, sie kann ein bisschen höher gucken. Nee, bloß nicht. Bitte
tue das ganz mit den ehen armen Brudern. Wie du das machst. Na, was bleibt denn weiter übrig? Früher oder später muss ich sowieso lernen, alles mit ehem Arm zu machen. Und außerdem, für dich, da macht es mir einen doppelten Spaß. Glaubst du mir das? Herr Schüli hat heute einen schweren Tag. Verantwortlich für den reibungslosen Ablauf der Massenszene muss er 300 Statisten, rund 20 Autos und einen alten Omnibus dirigieren. So, und dann am Anfang, Achtung und bitte! Das Auto muss mehr hier stehen. Naja, sonst war es wie immer. Erst nix und dann macht plötzlich boah, und alles ist voll. Ja, das ist das Problem. Bitte. Und kann man da eigentlich ein bisschen später dann rein? Ja, dann sag ihm, er soll nach bitte 21:22 erst anfangen, der Günther. Gut. Alfred Döblin hat mit Berlin Alexanderplatz einen der bedeutenden Großstadtromane der Weltliteratur geschrieben. Freilich, sein Thema ist nicht ein Postkartenbild vom Berliner Alex. Sein Thema sind die Nebenstraßen und Hinterhöfe, die Schicksale der kleinen Leute darin. Sein Thema ist aber auch der Rhythmus der Großstadt, der rasche Wechsel der Bilder, Szenen und Gedanken. Dafür hat sich Döblin seinen eigenen Stil geschaffen. Die Collage, die Erzählform auf unterschiedlichen Ebenen, die nun in eine eigene filmische Dramaturgie umgesetzt werden müssen. Ja, dann sag's ihm nochmal. 21, 21, der erste. Oh, wir kommen auf die Schnapsklappe. Und Der Scheißkarren war zu spät, denn der muss stehen, bevor der Bus durchfährt, muss dieses Auto stehen. In der Sekunde, wo der Bus ins Bild kommt, steht der. Sonst hat es keinen Sinn. Sonst hat es keinen Sinn, sonst hat es einfach keinen Sinn. Sonst hat es keinen Sinn. Sonst hat es keinen Sinn. Verstehst du? Sonst hat es gar keinen Sinn. Sonst hat es keinen Sinn. Und ich sag's jetzt zum letzten Mal. So. Kein Gold am Blue River, nur Sand und Gestein. Und bitte! Gut gedacht, es war viel zu früh da, das Auto. Ich habe doch gesagt, kurz bevor der Bus kam übrigens wieder eine Sekunde zu spät, kurz vorher muss dieses Auto hinfahren. Jetzt hat er die halbe Einstellung schon abgedeckt, verstehst du? So, machen wir es nochmal, bitte. Herr Schüli ist wirklich nicht zu beneiden. Aber schließlich klappt es doch und Fassbinder kann die nächste Einstellung festlegen. Franz Bieberkopf will auf ehrliche Weise Geld verdienen. Er verkauft Schlipshalter.
dann ist der schlecht. Da kann er den Chips damit nicht finden. Das ist Betrug. Das verbittert das Volk. Er stößt Deutschland noch tiefes Unglück, wie sowieso schon drin sitzt. Okay. Kannst du das drin sitzt am Schluss dahin sprechen, wie am besten? Und das Auto fährt wann weg? In der Mitte des Textes, bitte. Sollen wir nicht schieben, lieber? Ja, wir schieben im Haus. Machen Sie mal den Motor aus. Wir schieben das Auto raus. Wir schieben so, ja, wir schieben das Auto dann raus, bitte. Und vor dem Schalter, schau das mal durch, wer das macht, dann kannst du vor ihm noch Leute durchgehen lassen, bitte. So, lass die alte Frau Schüli mal durchgucken. Die Frau, schauen Sie bitte. Und machst es noch einmal, bitte. Da muss er sich einen Schlipshalter kaufen. Wenn er sich den gekauft hat, dann ist der schlecht. Dann kann er den Schlips damit nicht binden. Das ist Betrug. Das verbittert das Volk. Das stößt Deutschland noch tiefer ins Elend, als es sowieso schon drin sitzt. Nee, das stößt Deutschland noch tiefer ins Elend, ist so in Richtung zu uns. Das stößt Deutschland noch tiefer ins Elend, als es sowieso schon drin sitzt. Okay. Und nicht ganz so weit nach rechts, sondern etwa zum Mieterwarengeschäft hin. Ja, zurück bitte! Und dann, Herr Schüli, du könnt die Leute ja nicht überfahren lassen. Der Grün ist kaputt oder was? Kriegen wir da einen Ersatz dafür? Und bitte! Da muss er einen Schlipshalter kaufen! Wenn er sich den gekauft hat, dann ist der schlecht! Dann kann er den Schlips damit nicht binden! Das ist Betrug! Das verbittert das Volk! Das stößt Deutschland noch tiefer ins Unglück, wie sowieso schon drin sitzt! Danke! So, die beiden Frauen, merkt euch mal, weil die muss den Anschluss genau wieder drin haben, wenn er jetzt da geht. Was okay? Ja. Wie hat er denn, wie hatte er denn in der Totalen aufgehört, in welche Richtung zu sprechen? Meiner Ansicht nach hat er nach da aufgehört gehabt. Na, am Schluss war er abgedeckt. Das war ja, trotzdem. Was hat er denn für eine Tendenz? Eigentlich geradeaus. Okay. Na gut. Ach so, oder wie? Na gut. Kurze Drehpause, Besuch ist da. Bavaria-Chef Rohrbach und Produzent Mertesheimer machen Fassbinder mit dem Leiter des Fernsehspiels Der Rai bekannt. Das italienische Fernsehen ist neben der Bavaria Co-Produzent dieser 13 Millionen Mark teuren Serie des Westdeutschen Rundfunks. Das geht mir Mühe. Ja. Viel mehr kann ich im Moment nicht sagen. Ja, ja, ich auch gleich wieder sagen, diese Anteile und Folgen von diesem Problem in der Fassbinder-Malte. Muss man nur sagen. Ecco, gli accennato, disponibili tutte le riduzioni che lei chiederà, noi... Ja, ich muss halt dran arbeiten. Herr Litte möchte nicht gerne auf den Schluss verzichten. Er kennt das Buch und er sagt sowas, darauf kann man nicht verzichten. Das finde ich sehr vernünftig. Ich trovo molto bello lo scrivo, che lei non voglia rinunciare al finale della parte. Ich schätze das auch sehr, den Schluss. Gut. Ja, also, ich muss wieder rüber. Und weiter geht's. Fassbinder will keine Zeit verlieren. Günter Lamprecht und Hanna Schigula warten bereits. Ich glaub, brauchst du nicht mehr zu reden. Nimm mal, machen wir es ohne Text. Auf Bitte läufst du rüber und stellst dich hin. Dann bist du da. Ne? Dann spielst du das mit, dass du zum Roger hinguckst, das Nicken machst, das Geld raus, die Geldbörse rausholst, zu ihm wieder guckst, das Geld holst du raus und hältst es ihm hin. Bis dahin. So. Ja. Geld hinnehmen, dann müsstest du noch den Ansatz zum Weglaufen machen, ne? Hanna Schigula spielt Franz Bieberkopfs langjährige Freundin Eva. Sie ist durch Prostitution ein bisschen reicher geworden und hilft ihm mit Geld und guten Ratschlägen. Danke. Da steht ja gerade eine Frau bei ihm und die gibt ihm gerade Geld und rennt weg. Ohne Schlipshalter rennt ins Auto rüber. Wo steht denn das Auto jetzt vom Blick her? Alles auf der Achse da. Okay. Gut. Also guckst du von. Renate, ja? Machst du mal den Gang bitte von der Hanna und von der Harry macht den vom Auto. Geh zum Günther richtig hin. Ja,
So, jetzt kommt sie hier her. Hierher, gell? Zafer, da. So her. Ja. Jetzt geht die Renate, läuft zum Auto rüber, zum Harry, zack. Und der Harry läuft weg. Lauf! Renn! Bist ein Auto! Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Zack. Und jetzt zurück zu ihm. Zack, zu Günther. Richtig hin, der steht da mitten auf der Straße, wo der Rote jetzt steht. Ja. Stellt doch mal. Kann der Günther sich zum Anspielen da hinstellen, wo die letzte Position war da vorne? Bitte. Also wirklich wie ein Schock, Sissi, ne? Fremde Frau mit deinem Franz Geld. Bös alles. Elisabeth Trissenauer ist die Polin Lina, Bieberkopfs erste Freundin nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Ihr hat er geschworen, anständig zu bleiben. Bitte. Fassbinder hat die Handlung von Berlin-Alexanderplatz einmal als Drei-Groschen-Roman bezeichnet. Nicht die Geschichte sei wesentlich, sondern die Art, wie sie erzählt werde. Umso stärker beeindruckt ihn Döblins Haltung zu den Figuren. Der Autor entblöße sie vor dem Leser, lehre ihn aber andererseits, sie mit Zärtlichkeit zu sehen und am Ende gar zu lieben. Und bitte! Ich werde dir mal erklären, wie man diesen Schlitz findet. Jetzt braucht man ihn ja nicht mit dem Holzhammer in den Kopf hauen. Das verstehen Sie auch so. Sie nehmen die eine Seite hier 30 bis 35 cm und dann legen Sie den Schlitz zusammen. Aber nicht so. Jetzt sieht aus, wie wenn eine Wanze platt gedrückt ist an der Wand mit der Fetenschwinger. So was trägt der feine Mann nicht. Dann nehmen Sie mal einen Apparat hier. Das spart Zeit und Zeit ist Geld. Ein kühler Septemberabend. Nachtdreharbeiten sind angesetzt. So, weiter bitte. Ja? Ist gut. Und 10 Kaffee da, oder? Hallo. Hallo. Franz. Mein Gott. Franz. Was ist denn? Ist was passiert? Okay, dann schön. Das wird dann noch mehr, wie du diese hast, ne? Anni? Bitte? Anni? Während man technische Probleme diskutiert, kümmert sich die Maskenbildnerin um Elisabeth Trissenauer. Die Drehpause wird genutzt, um noch Umbauten für den nächsten Tag vorzunehmen. Dann lass den halt, lass das Taxi dann anhalten, wenn es unterwegs hier ist. So, Ruhe! Du fährst, ich mach ein Taxi an. Ach so, es war wieder kein Verkehr von links raus, fällt mir gerade dabei ein. 231, 262, der dritte. Bitte! Sagte, was soll schon passiert sein? Was muss denn passiert sein, wenn ich dir sage, dass ich dich lieb habe? Was soll schon passiert sein? Was muss denn passiert sein, wenn ich dir sage, dass ich dich lieb habe? Was muss denn da schon passiert sein? Jetzt ziehst du sie an dich ran. Mit dem danach. Damit. Oder mit dem ganzen. Mit dem ganzen. Da ziehst du sie an dich ran. Was soll denn schon passiert sein? Was muss denn schon passiert sein? So? Oh, Entschuldige. Sauer.
Kannst du ruhig draufsteigen dabei, oder? Es ist auch ganz schön, wenn du unten bleibst. So, hoch. So, dann gibst du dir einen Kuss. So, zack, dann drehst du sie um. So, dass sie mit dem Rücken zu dir steht. Und damit mit dieser Drehung fahren wir vor, bis sehr nah. Und dann macht er so. Da sind wir dann hier sehr groß drauf. Und dann, du bleibst da unten am Hals. Das kannst du ruhig machen, Franz. Also unterschrei ich. Au, ist gut, Franz. Ist gut, Franz, das kannst du ruhig machen, Franz. So ein Biss von dir. Das, und dann machst du die Augen zu und fühlt nur noch. Das ist dann die Bestellung. Du bist sehr groß. Ja. Können wir dir helfen ein bisschen? Oder ist es so okay? Während Fassbinder die nächste Einstellung kontrolliert, üben Elisabeth Trissenauer und Günter Lamprecht ihren Text. Lina hat Franz in einem ziemlich desolaten Zustand vorgefunden. Sie will ihm wieder Mut machen. Nee, ist unten besser, Entschuldigung. Ja? Ist unten besser. Sollte nur den Kopf so weit ziehen, kann zurücktun und... So, das ist okay. Also, Ruhe bitte, Ton. 3,32, 1 Dezente. Und bitte. Wir könnten noch mehr Laternen anstecken. Die Leute von einem wollen, dass wir nicht arbeiten lassen wollen auf der Welt. Was hat es denn gegeben, Franz? Ach ja, nichts. Ein Unglück hätte beinahe jedem. Ich hab den Stuhl schon in der Hand gehabt. Aber zum Glück habe ich nicht schlagen müssen, weil ich nicht hab schlagen wollen. Und wenn ich schlage, dann bin ich immer im Unrecht. Ja. Das ist einer, wie ich, der schon mal geschlagen hat, immer im Unrecht. Und haben mich verurteilt. In meinem Unrecht. Ja, noch einen Schnupfen. Passen. Exakt nur bei dem. Nein, unter 25. Schau mal, ob es so 50er vielleicht sein soll. Auf irgendwas hier nehmen. Das treffen wir leider nicht. Oh, entschuldige. Lass sie mal kurz hier. Egal. Nee, steht falsch, alle beide. Und gewusst habe ich trotzdem. Am Ende passiert was. Da siehst du, Lina, das ist so eine Sache, da kann ich überhaupt nicht verstehen, was du hier gesagt hast. Das ist mein Kopf ganz dumm wie leer. Weißt du was, Franz? Ich habe da eine Idee. Das mit den Zeitungen, mit dem völkischen Beobachter, das lässt du bleiben. Das bringt nur Unheil. Ja? Wenn du meinst, dann lassen wir ganz einfach bleiben. Ja, das kannst du bleiben lassen. Weil mir ist eingefallen, ich habe einen Onkel. Was? Du hast einen Onkel, hast mir noch nie was von erzählt. Na ja, ist ja auch kein richtiger Onkel. Ist so ein Freund von meinem Vater. Und er ist bei uns gewesen, wie ich klein war. Ein paar Mal. Und der ist in Ordnung. Der weiß bestimmt was. Ganz bestimmt weiß der was. Der hilft uns raus aus dem ewigen heute nicht wissen, was morgen passiert. Ganz bestimmt hilft er uns. Und immer habe ich noch das Klimpern gehört. Lustig. Ja. Ja, ab da, ab der Spritze, wäre es ganz schön ungefähr da schön ist. Ich? Ja. Und eher so. Ihr müsst auch da. Als Schluss der Fernsehserie hat Fassbinder einen zweistündigen Epilog geschrieben. Ein Nachwort zur Romanverfilmung aus der Sicht des Regisseurs. Der Titel: Mein Traum vom Traum des Franz Bieberkopf. Der hat es nicht geschafft, anständig zu bleiben. Franz Bieberkopf endet in der Irrenanstalt. Man bezichtigt ihn des Mordes an seiner Freundin Mieze. In seinen Träumen begegnet er, von zwei allegorischen Engeln begleitet, all jenen Menschen wieder, die sein Leben gekreuzt oder verändert haben. Hier musst du über die Schiene drüber. Hier greift sich schon meine Mutter und sagt, helfen Sie mir. Ich werde ganz schön wie die ganze Zeit über langsam uns bewegen würden. Wissen Sie, sagt er, nach oben. Nach oben, nach oben ziehen. Du stehst schon so da. So stehst du da. Und wenn der Günther etwa da ist, sagst du, kommen Sie rasch. Und tust du die Hand nach ihm raus, dann kommen Sie rasch.
So, jetzt haben wir einen Engel. Hätten wir wahrscheinlich hier so. Ja, kann man. Na? Ja. Und der andere Engel? Eben da. Jetzt müssen wir uns noch einigen, welcher Engel was macht. Was macht denn das? Ich finde, dass er was arbeitet und überall so rum sitzt. Es wäre natürlich gut, wenn er sehr ein bisschen drehen würde unter der Aufnahme, oder? Ja, drehen. Drehen doch ein bisschen. Nur am Schluss muss er nach da gedreht sein. Ah ja. Wenn sie anfängt vom Kaninchenstall zu sprechen, dann drehst du ihn mit den Beinen nach so. Genau andersrum. Ja. So, dass er so aufhört. Ja? So, gehen wir mal auf Anfang. Das ist ganz einfach alles, Herrschaftszeit. Ja. Dann habe ich gesagt, Musik lauter, Klavier, Jagdschlager. Habe ich mir vorlesen lassen, aus Platon, das große Gastmahl. Das ist ein schönes Gespräch. Und währenddem habe ich mir heimlich unter der Bettdecke Spritze um Spritze gegeben, ja. Ich habe sie gezählt, eine dreifach tägliche Dosis. Und immer habe ich noch das Klimpern gehört. Lustig, ja. Und mein Vorleser sprach von Sokrates. Ja, es gibt kluge Menschen und weniger kluge Menschen. Kommen Sie rasch, schneiden Sie ihn ab. Er will nicht in seinem Grab bleiben. Immer steigt er auf die Bäume und denkt schief. Ja, aber warum denn? Wissen Sie, er war so lange krank, keiner konnte ihm helfen und verschicken haben sie ihn auch nicht wollen. Immer haben sie gesagt, er wird sich nur verstellen. Da ist er in den Keller gegangen, hat sich einen Hammer und einen Nagel genommen. Ich habe noch gehört, wie er im Keller hämmert. Ich denke, was macht er da? Ist gut, dass er was arbeitet und nicht immer so herumsitzt. Vielleicht baut er einen Kaninchenstall. Aber er hat sich nur einen ganz starken Nagel in die Decke eingeschlagen. Wollte sicher gehen. Danke. Frühjahr 1980. Inzwischen sind fast 150 Drehtage vergangen, seit die erste Klappe bei den Außenaufnahmen in Berlin geschlagen wurde. Die Berliner Straße auf dem Bavaria-Ateliergelände wurde in einen Friedhof umgestaltet. Das launische Aprilwetter macht einen ständigen Wechsel zwischen Gelände und Studio notwendig. Du bist der erste Dreckschwein gewesen. Du bist der erste hier, meine Hinterhält, ihr Dreckschwein gewesen. Du hast angefangen, mir zu zerstören. Du hast angefangen, mir kaputt zu machen. Mir aufzufressen. Mit dir hat es angefangen. Danke. Ja. Wunderbar. Merci. Jetzt gehen wir ins Aufbruchstudio. Kommt. Eine Säule, ein Bier, beiden Engel. Fassbinder und sein Team sind in Eile. Er will den Drehplan einhalten. Am Ende sind 4 Wochen Drehzeit eingespart. Mit einem einfachen Trick konnten weitere Außenaufnahmen in Berlin vermieden werden. Während des ersten Drehabschnitts fertigte man Dias von Motiven an, die in der letzten Folge nochmal benötigt wurden. Mithilfe einer sogenannten Aufprojektion musste dann im Studio nur noch der Vordergrund maßstabsgerecht und deckungsgleich in das Gesamtbild eingefügt werden. Diese Richtung ist die Richtung, aus der die SA-Leute kommen, nach da. Ja? Auf die Seite von der Kamera, auf die von uns von der Kamera aus rechte Seite. Dann der Blick zum Lüders. Wäre genau in die Richtung, zu den SA-Leuten, genau dahin. Und wir müssen mit dem wieder zurückgucken, über die Achse rüber. Die Schießerei sehen Sie auf der Seite von der Achse. Ja. Ja. So, Ruhe bitte, Ton. Seite 187, 122, die erste. Und bitte. Ja.
gleich dreht. Bitte, ja? Schießerei mit allem. Die möchten es gerne einmal sehen. Die ist der Chef. Ich mache eine ganz lockere Stellprobe. Herr Schüli macht eine lockere Stellprobe. So kommen die Kommunisten mal wieder. Und bumm, 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 bumm. Nee, jetzt seid ihr gerade da, wo ihr hinfallen sollt, ist ein Loch. Jetzt ist mein Sprudler da, bitte. Habe ich, ja. Schön warm. Ganz, mal ganz anders. Ja. Genau auf mich, Manfred. Mach's ein bisschen härter. Gut, gut, gut. Moment. Ist okay. Okay. So. Xaver Schwarzenberger beim Einleuchten einer Studioszene. Er gehört spätestens seit der Alpensaga zur Elite der deutschen Kameramänner. Mit Fassbinder arbeitet er zum ersten Mal. Die exakt ausgearbeiteten Drehbücher, in denen jede Einstellung genau festgelegt ist, das handwerkliche Können Fassbinders haben ihn überzeugt. Während andere Regisseure oft erst am Drehort entscheiden, was zu machen ist, war hier von vornherein alles klar. Deshalb kann sich Schwarzenberger ganz auf die Bildgestaltung konzentrieren. Im Studio herrscht rege Betriebsamkeit. Hanna Schigula und Günter Lamprecht bereiten sich für die nächste Szene vor. Fassbinder erklärt, stimmt ein, aber er probt nicht lange mit seinen Schauspielern. Er will die Spontaneität erhalten. Sehr oft wird eine Szene nur ein einziges Mal gedreht. Ersatz okay? Ja. Ja. Schon. Nicht zuletzt Mieze, Franz. Schande, Schande. Sag Schande! Schrei Schande! Kann doch nicht. Wieso nicht, warum? Schrei Schande! Sie ist zu dir gekommen, war lieblich, hat dich beschützt, hat Freude gehabt an dir. Und du, was war dir ein Mensch? So ein Mensch, wie eine Blume. Und du gehst hin und prahlst mit ihr vorm Reinhold. Vor dir der Himmel aller Gefühle. Aber du willst ja bloß stark sein. Bist glücklich, dass du fechten kannst mit dem Reinhold, dass du ihm über bist und gehst hin und reizt ihn mit ihr. Da, denk drüber nach, ob du nicht selber schuld bist, dass sie nicht mehr lebt. Ha! Nein, eine Träne hast du geweint. Um sie, die für dich gestorben ist. Für wen denn sonst? Thank you.
Einer der letzten Drehtage. Fassbinder vor einem Wohnwagen hinter den Kulissen der Berliner Straße. Er wirkt müde. Die fast einjährige Drehzeit macht sich bemerkbar. 15,5 Programmstunden sind entstanden. Rund 100 Haupt- und Nebendarsteller und bis zu 3000 Komparsen haben in dieser Serie mitgewirkt. Ein gut eingespielter, hochqualifizierter Mitarbeiterstab ist für solche Mammutprojekte Voraussetzung. Und dass die Arbeitsatmosphäre noch immer gut und zugleich intensiv ist, zeigen unsere letzten Szenenbilder. Helen Vita als Frenze und Barbara Valentin als Bieberkopfs ehemalige Geliebte Ida begegnen ihm auf dem Friedhof. Was soll so ein Kerl noch länger leben? Ich bin auch krepiert. Ich bin ja jünger gewesen wie der da. Da war ich schon tot. Da konnte ich schon nicht mehr Piep sagen. Nimm den Hut ab, Affe. Bist doch kein Redakteur. Du Ochse. Du kennst doch noch nicht mal das Einmaleins. Pass auf, ich krieg sie auch noch. Danke. Schön. Ja, komm mit, Sekunde. Lass da los. Foto, Moment. Und hinten, Moment, raus hier. Geht's doch mal raus. Was ist denn das für ein Ding? Ja, so bitte noch mehr. So, bleib da. Bleib da. So, und? Ja. Ja, bitte doch. Ja? Pass auf, ich werde sie schon kriegen. Lass ihn doch in Ruhe. Er spinnt doch. Bei dem ist doch bloß eine Schraube locker. Guck doch mal. Mit zwei Engeln geht der spazieren. Und sein Schatz ist eine Leiche auf dem Präsidium. Mit dem ist doch nichts mehr los. Wegen so einem schreit man doch nicht.